Wir machen Wettrennen. So, Polizei, bleiben Sie jetzt stehen. Wir haben sogar... Was zur Hölle war das? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5 LSBFR. Und wir fahren heute mit diesem iX1, ein Elektroauto. Und der ist noch nicht released, der ist von Special Modding. Also ist noch kein Link in der Videobeschreibung, bevor ihr nachfragt. Ich werde den Link aber nachpacken, wenn er öffentlich ist. Citizens report a Grand Theft Auto in Hawick. Das ist doch perfekt, genau hier in der Nähe wurde gerade ein Fahrzeug geklaut. Oh, das war knapp. Das ist ja ein Einsatz für uns, da fahren wir natürlich mit Blaulicht an. Und dann hört der uns ja gar nicht, weil wir gar keinen Motorsound haben. Muss man ordentlich Gas geben. Ich glaube, der ist ordentlich schnell, der Wagen da vorne. Ich bin nicht so schnell, also doch, ich fahre schon 160, aber trotzdem. Fühlt sich nicht so schnell an. Weil es so leise ist. Irgendwie so ohne Autosounds. Bleiben Sie stehen da vorne, Polizei. Ich hole einfach mal eine Patrouille dazu, eine Lufteinheit. Herr Mustang-Fahrer, bleiben Sie stehen. Vollgas. Ja, doch. Wir kommen langsam hinterher. Bleiben Sie jetzt stehen, Polizei. Der fährt auch ein bisschen komisch. Bleiben Sie jetzt stehen, Polizei. Was macht der denn? Habe ich zwei Air Support Units geholt? Ich wollte doch Patrouille. Da vorne fährt er. Ich dachte jetzt, das wäre der hier gewesen, aber nee. Gucken Sie mal, Herr G-Klassenfahrer. Ich wollte links vorbei, danke für gar nichts. Ja, da musst du jetzt hinterher. Ich brauche eine Viertelstunde zum Beschleunigen. So, vorne links. Du sollst dich nicht wegrammen, G-Klasse, aber okay. Wieso kommen hier keine weiteren Einheiten? Wie viel habe ich denn jetzt dazu bestellt? Drei oder so? Oh, oh, oh. Oh nee, ich kann mich selbst nicht wieder drehen. Kurz einmal alle weggucken. Jetzt so. Oh Gott, ist er weit weg. Herr G-Klasse, Sie können auch weiterfahren. Und die Karte lädt schon nicht mehr. Zu viele Kollegen gespawnt. Jetzt funktioniert es wieder. Bleiben Sie stehen. Ich komme da ja kaum hinterher. Der gibt ja Vollgas, der ist ja gleich weg. Und wir fangen hier gerade mal an. Ja, perfekt. Der Kollege, der kennt sich auch nur. Ja, die fahren mit Blaulicht und Sirene an mir vorbei. Nee, nee, ich mache weiter meine Mittagspause. Ach, die fahren auf die Autobahn. Oh. Müsste ich am besten abkürzen. Aber jetzt habe ich natürlich keinen Offroader. Jetzt bräuchte ich mal einen Offroader, jetzt habe ich keinen Offroader. Moin, sind Kollegen. Oh, verdrift. Ah, ja, doch. Oh, der Drift war clean. Ich nehme einfach schnell die Abkürzung. Weil es schneller geht. Hoffentlich. Also mir kommt Gegenverkehr entgegen dann nicht mehr. Ich würde sagen, perfekte Abkürzung. Ich habe nichts gesagt. Never mind, die G-Klasse ist neben mir. Die ist voll schnell. Der zieht mich ja easy in der Beschleunigung ab. Wir machen Wettrennen. So, Polizei, bleiben Sie jetzt stehen. Wir haben sogar... Was zur Hölle war das? Oh, jetzt hat sich mein Auto schon wieder gedreht. Gott, das war knapp. Jetzt habe ich mein Auto despawned, falsche Taste. Die holen wir auf jeden Fall nicht mehr ein. Anziehzentrale, das schaffen wir leider nicht. Wir sind verunfallt. Ich krieg mein Auto nicht wieder an. Ja, mein Spiel stürzt auch gerade ab. Danke dafür. Mehrere Berichte reinbekommen wegen. A person with a firearm in Mirror Park. Ey, mal aufpassen bitte. Und da sind wir auch schon wieder auf Streife. Oder eher gesagt, auch schon wieder in einem Einsatz. Nach dem Gamecrash hat hier wieder gut funktioniert alles. Aber jetzt läuft es ja hoffentlich wieder. Wir fahren auf jeden Fall zum Einsatz. Der ist da, hat ein Auto weggeräumt. Perfekt. Das soll jemand mit einer Waffe sein. Was ist eigentlich immer im Mirror Park los? Hier läuft immer irgendwie was schief. Entweder ist da ein Tier, so ein Reh oder was das war. Oder Leute, die verhaftet werden müssen. Irgendwie ist der Mirror Park scheinbar ein guter Ort, um illegale Machenschaften zu tätigen. Oh, das E-Auto ist zu schnell für mich. Dann eine zu gute Beschleunigung. Ich mach mal die Sirene aus und jetzt mache ich auch mal das Blaulicht aus. Und hier soll er irgendwo wohnen. Ah, da vorne steht auf jeden Fall einer.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, haben Sie 110 gerufen? Ja, das war bin ich. Bin verängstigt. Hab Waffenschüsse gehört. Und, nee, er hat eine Person gesehen mit einer Waffe. Was hat die Person getan? Der hat mit der Waffe Brandishing wahrscheinlich auf viele Menschen gezählt. Okay, kommen Sie bitte runter. Wir werden die finden. Bleiben Sie bitte drinnen. Oh, oh. Nehmen Sie die Hände hoch. Hände hoch. Nehmen Sie stumpf die Hände hoch. Was hat der für eine Waffe? Da muss er rein theoretisch gleich mal nachladen. So viele Schüsse, wie der schon gefeuert hat. Hände hoch. Nehmen Sie die Hände hoch. Ich habe gleich keine Munition mehr. Also doch, habe ich noch einen Augenblick, aber... Warte, ich bin gleich tot. Das ist die andere Sache. Nehmen Sie die Hände hoch. Nehmen Sie jetzt die Hände hoch. Zu spät. Wir bräuchten hier doch bitte einmal schnell eine Ambulanz. Person ist verletzt worden. Gehe ich da mal hin und sammle mal die Waffe ein. Die Feuerwehr müsste auch gleich kommen. So, Waffe ist eingesammelt. Eine AP-Pistole hatte der. Ah. Kommt dann die Feuerwehr? Ja doch. Ne, Rettungswagen kommt da ja, ne? Im Rettungswagen gerufen. Ah, da. Ah, lol. Hat sich gespawnt. Da sind sie auch schon. Wenn sie sich mal ein bisschen schneller bewegen würden, bitte. Und jetzt müsst ihr mal schnell hier gucken, ob ihr dem wieder helfen könnt. Das wäre ein bisschen blöde, wenn nicht. Weil dann muss ich schon wieder erklären, warum hier jemand verletzt wurde. Und das ist immer ein bisschen blöde, wenn ich das erklären muss. Und kriegt ihr den wieder hin? Ja, er macht erstmal Herzdruckmassage. 1, 2, 3, 4, 5. Ist ein Erfolg. Gut, der Herr wird dann ja jetzt mitgenommen. Hätte gern nur seinen Ausweis gehabt. Nur wenn ich den jetzt aufhalte, wird er nicht mehr mitgenommen von den... Ah, die Türen gehen automatisch auf? Ging das schon immer? Jetzt möchte ich wissen, wird er hier hinten reingelegt? Ein explosiver Fund? Eine verdächtige... Da, jetzt habe ich da nicht rein... Ach man. Ja, dann müssen wir zufälligerweise nochmal einen Rettungsdienst brauchen. So, Kollege, komm bitte rein. Ich muss dann einmal den Motor anmachen. Möchtest du reinkommen? Danke. Dann müssen wir losballern. Die lassen sich auch ganz entspannt viel Zeit da hinten. Gut, dann geben wir doch mal Vollgas. Und gucken, dass wir da hinkommen rechtzeitig. So, einmal aufpassen bitte. Eine Tasche mit einem... Eine verdächtige Tasche. Soll hier irgendwo sein? Ist ja nicht so, dass das Gebiet ganz schön groß ist. Da drüben ist es, glaube ich. Naja, es kommt nicht mehr, oder? Nee, es muss es irgendwo hier sein. Dann laufe ich hier doch mal durch die Gegend mit meiner Lampe. Und das funktioniert wirklich mal, das Licht. Schade, nur wenn ich nicht laufe. Laufe ich hier doch mal durch die Gegend und guck mal, ob ich das finde. Dann laufe ich einfach mal hier hinten schnell rum. Ist das hier? Nee, nee, ist nirgends. Vielleicht finden wir das hier ganz schnell. Rein theoretisch könnte ich auch einfach auf das Spiel vertrauen, dass mir das sowieso markiert, wenn ich lang renne. Aber ich will ja auch ein bisschen Detektivarbeit leisten, ne? Ist hier irgendwo eine Tasche? Nee. Dann müssen wir einmal hier gucken. Ist hier noch irgendwo eine Tasche? Nee, dann wird hier weiter gesucht. Oder die haben uns veräppelt. Kann natürlich aus. Ist das dann eine Tasche? Sieht auf jeden Fall so aus. Ne, hier. Ach, da ist die Tasche. Da ist die Tasche. Press Y to disarm. Numpad 1. Ich mache einfach so, wie dem Spiel sagt. Oh, oh, schnell weg. Ich hatte nicht mal schnell genug Zeit dafür. Wir wurden verletzt, glaube ich. Aber nur ein bisschen. Gut, dadurch, dass der Herr Kollege und ich jetzt ja sowieso erstmal Krankenhausaufenthalt haben, wo immer der Kollege erstmal ist, würde ich sagen, was ist mit der heutigen Folge von GTA5 SP Fair? Wie immer, wenn es euch gefallen hat, like nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Und die Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr nämlich auch nichts mehr. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.